Hey Leute, hier ist Anzu und wir fahren mal wieder nach Tokio. Und zwar, wer mir auf Twitter folgt, weiß schon so grob, was wir vorhaben. Als erstes werde ich zum Hair Salon Nalu gehen und dort meine Haare schneiden lassen. Denn meine Haare sind ziemlich kaputt. Und ich will einfach alles abschneiden lassen, was kaputt ist. Und ich habe keine Ahnung, wie kurz es wird und was überhaupt dann am Ende bei rauskommt. Deswegen sind wir alle sehr gespannt. Spannend, schätze ich mal. Danach ist geplant, ein bisschen in Harajuku zu shoppen. In der Nähe von Harajuku gibt es einen Inari-Schrein, also einen Fuchsschrein, zu dem ich gern gehen möchte. Und für Sonntag steht Asakusa auf dem Plan. Yay! Und ich muss mich jetzt ziemlich beeilen, weil unser Bus ein bisschen Verspätung hatte, muss ich jetzt ganz schnell zum Flügel und dann kommen die Haare ab. Eine Sache solltet ihr euch immer merken. Rampen sind euer Feind, wenn ihr schnell wohin müsst. Aber es ist gut, um auch noch ein paar Szenen aufzunehmen. Yay, wir sind da. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich meine Haare abkomme. So schnell sind die Haare ab. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt einen Unterschied seht, da ihr ja nie wirklich so krass die Länge seht. Ich habe auch Fotos gemacht, die ich euch auf jeden Fall zeigen werde. Und es ist schon ziemlich viel kürzer, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und es war auch eine ziemlich coole Erfahrung. Also die sind da sehr, sehr cool drauf. Und ich musste zwar eine Weile warten, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es fühlt sich irgendwie toll an. Dass ich in Japan nicht gehört, beim Laufen zu essen, muss ich mir immer irgendwo einen Platz suchen, wo ich dann mein Essen essen kann, weil ich habe mir nämlich ein Bento gemacht. Ich bin der Meinung, ich bin dieses Mal ganz woanders als letztes Mal, aber trotzdem ist hier irgendwie Meiji Jingo Outer Garden. Tokio ist manchmal echt verwirrt. Ich bin jetzt gerade zu Fuß auf dem Weg zu den Fuchsschreien und ich schaffe es wahrscheinlich doch noch ein paar Aufnahmen zu machen, bevor es dunkel wird. Yay! Ich glaube, ein bisschen seht ihr vielleicht doch, dass meine Haare kürzer sind. Der Tokyokawa Inari-Schrein wurde nach einem buddhistischen Heiligen Tokyokawa Daikini Shinten benannt, der ein wunderhübsches Antlitz hatte, auf einem weißen Fuchs ritt und eine Reisehre mit sich trug. Solltet ihr ja noch von meinem letzten Vlog kennen. Und zwar ist es wieder die Takeshita Street.
Street und wir werden jetzt kurz nach ein paar Winterschuhen schauen. Und auf geht's auf ein neues. Okay, das war gerade ein ganz, ganz kurzer Besuch in Harajuku, denn sie hatten die Schuhe, die ich in Aussicht hatte, nicht mehr und deswegen muss ich jetzt irgendwo anders gucken. Mal sehen, hoffentlich finde ich noch irgendwie Winterschuhe. So, wir sind jetzt in Shibuya angekommen und werden jetzt hier noch ein bisschen shoppen, weil Harajuku irgendwie ein bisschen enttäuschend war. Aber ich war im Kiddyland und das war cool. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Mugiwara Store und ich weiß nicht, ob wir im richtigen Department Store sind und ich weiß nicht mehr, wo es hier hochgeht. Yes, we are there. Wir haben es gewonnen. Yay! Okay. I will spend a lot of time here. I'm sorry. Also erstens kann man hier ganz viele coole T-Shirts kaufen und zweitens kann man die auch dann an sowas aufhängen. Das heißt, Zoro kann meine T-Shirts tragen.
Wer über den Panda in One Piece Bescheid weiß, der muss jetzt bestimmt gerade lachen. Ich finde das gerade sehr süß, dass es den auch als Sticker gibt. Hier gibt es extra Wigs für die einzelnen Charaktere. Das heißt, man braucht nicht irgendeine billige kaufen, sondern kann die richtigen kaufen und auch die Klamotten. Ja, ich bin besessen von Stickern. Und es gibt so viele hier. Ja. Oh. Okay. Zorro. Oh, es ist heiß. Funktioniert nicht. Blendet halt einfach gerade. Da ist es. Yay. Man merkt, ich brauche ein praktischeres Portemonnaie. Jetzt noch die Frage, was es ist. Es ist ein Bärsi. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht solltest du Duffy lieber finden. Das ist es dann. Ja. Wir sind jetzt gerade unter der Shibuya Crossing. Also wir laufen jetzt gerade unter der Kreuzung lang sozusagen. Und hier sind gefühlt genauso viele Menschen wie oben drüber. So, wir sind jetzt in Ikebukuro und ich will einmal das Sunshine kurz aufnehmen. Ich muss es nur finden. Sakurako, anta saki ni ikinasai. I don't know. Asobu. Choose one. I don't know. Something with Tokyo. I have no idea. Essen. Es ist jetzt, wie spät? Viertel vor elf? Viertel vor elf, ja. Okay, es ist jetzt drei Viertel elf. Oh Mann, diese Zeit, drei Viertel elf, nein. Es ist jetzt drei Viertel elf und wir sind jetzt endlich in der Bar, in der kleinen Bar in Ikebukuro und haben jetzt endlich was zu essen bestellt, und zwar mit diesem coolen Alpenhäfen. Und wir kriegen gleich noch mehr Essen und dann lassen wir den Abend so ein bisschen gemütlich ausklingen und dann ist ja Samstag damit auch morgen. Does German sound strange to you? No. That's okay.